50 Jahre Signal Iduna Park Westfalenstadion. Und wir haben heute ganz besondere Gäste hier. Wir starten direkt mit einer Legende, die legendäre Spiele in diesem Stadion miterlebt hat. Seine Stimme kennt jeder Fußballfan. Vor etwas mehr als einem Jahr hat er sich mit den Worten verabschiedet: Es war mir eine große, große Ehre. Tschüss und adieu. Heute ist er es ist mir eine große Ehre zu sagen: Hallo und herzlich willkommen, die Kommentatorenlegende Bela! Guten Abend, hallo. Mein nächster Gast hat 180 Spiele für unseren geliebten Verein hier im Stadion absolviert und schon vorher stand er als junger Fan auf der Südtribüne, das BVB-Jahrhunderttor. Schoss er 2 in München, aber auch hier hat er unvergessene Treffer erzielt. Da kommen wir später noch drauf. Und er hat als einer der ganz wenigen alle Ausbaustufen des Stadions als Spieler live miterlebt. Wir freuen uns auf den Dortmunder Jungen, Lars! Könnt ihr ruhig machen, also ich bremse euch nicht. Einen Platz habe ich noch. Er hat sogar schon 235 Mal im BVB-Trikot im Signal Iduna Park gespielt. Nur Michael Zorc hat mehr. Er weiß aber auch, wie er sich als Nationalspieler und Gegner hier im Stadion anfühlt. Auch darüber wollen wir mit ihm sprechen. 10 Jahre nach seinem ersten Besuch bei Brinkhoffs Ballgeflüster ist er wieder hier, unsere Nummer 15, Mats Hummels! Fantastische Gäste, fantastisches Publikum und wir haben einiges für euch vorbereitet. Was genau, das wird euch jetzt Danny erzählen. Ja, hallo auch von meiner Seite. Es ist natürlich unmöglich, 50 Jahre schönstes Stadion der Welt in so eine Sendung von Brinkhoffs Ballgeflüster zu packen. Dafür hat dieses Stadion mit seinen Spielern, seinen Fans einfach zu viele Geschichten geschrieben. An ein paar wollen wir uns heute trotzdem erinnern, schauen auf die Entwicklung dieses Stadions und ganz wichtig, für euch hier im Publikum, aber auch zu Hause im Livestream. Am Ende haben wir ein großes Live-Quiz und ich verspreche nicht zu viel, es gibt einen Riesenpreis und zwar 3-mal diese Box. Ich darf nicht sagen, was drin ist, aber die meisten vielleicht können sich denken. Also am Ende dranbleiben, aufpassen, Live-Quiz, 3-mal diese Box samt Inhalt. Das mal grob der Fahrplan, Nobby, aber ich habe das Gefühl, auch wenn wir heute Geburtstag feiern, über das Spiel am Samstag wollen wir schon noch mal ein bisschen sprechen. Ja, danke, Danny, erst einmal. Und ich kann mir vorstellen, ihr wollt vielleicht noch mal das eine oder andere Bild sehen. Dann ein Spieler ab. Es war dein 29. Klassiker. Keiner hat übrigens mehr und der Kicker hat dich mit der Traumnote 1
null bewertet und geadelt. Wenn du jetzt die Bilder noch mal gerade dir angeschaut hast, was sagst du nach 3 Tagen Abstand zu deiner Leistung und zu der Leistung der Mannschaft? Ja, ich glaube, erstmal ist es für uns alle, muss man ja schon ehrlich sagen, was Besonderes. Also das letzte Mal war 10 Jahre her, knapp 10 Jahre, ne? Im April 2014, glaube ich. Ja, und dann macht es so natürlich Spaß. Also klar, wenn die komplette Mannschaft irgendwie dann da geschlossen agiert, alle glauben dran von Anfang an. Irgendwie hatten wir von Anfang an das Gefühl, dass es endlich mal wieder was zu holen gibt. Und ja, wenn dann auch noch die Bälle in der Verteidigung immer schön in deinem Fuß gespielt werden, dann läuft es manchmal. Deswegen, naja, das hat gepasst. Naja, ich glaube schon, dass du dahin gelaufen bist. Nicht, war schon eine überragende Leistung, muss ich ehrlich sagen. Ganz toll, hat super Spaß gemacht und die Reporter waren wirklich völlig überschwänglich. Du wärst komplett ausgerastet, Belau, ja, dazu später. Bin ich auch, das mache ich jetzt heimlich mit dem Ausrasten. Bin alleine zu Hause ausgerastet, ist das nicht schön? Ja, das ist schön. Ja, die Bilder spielen wir gleich ein. Lars, wo hast du das Spiel gesehen und wie hast du das Spiel gesehen? Ja, ich saß zu Hause auf der Couch, habe mir das da in Ruhe angeschaut. Ich habe es tatsächlich, ich habe jetzt auch ein paar Spiele für Borussia gemacht, ich habe es nicht einmal geschafft, bei Bayern München zu gewinnen. Deshalb tun solche Siege natürlich von der Couch auch gut. Und was ich einfach schön finde, auch man hat ja auch so in der Berichterstattung manchmal das Gefühl, wenn wir gewonnen haben, ja, wir haben gewonnen, weil der Gegner so schlecht war. Ich glaube, dass die Leistung unserer Mannschaft auch in dem Spiel wirklich gewürdigt würde. Und das, glaube ich, hat es auch verdient gehabt. Das haben alle gesehen, außer der Trainer von Bayern. Bela. Ex-Dortmund-Trainer. Das stimmt. Wie hat dir der BVB gefallen? Was hat dir am meisten imponiert am Wochenende? Die Körpersprache, die Mentalität, der Willen und die Dinge zu Ende zu spielen und diese eine Abwehraktion von Mats. 34 bist du jetzt? 35. Man sieht es aber nicht. Alles noch dran. Also sensationelle Abwehr. Und übrigens eine Regelfrage, die sollte man auch mal klären, weil die Bayern sprachen von einem klaren Handelfmeter. Wenn der Ball vom eigenen Fuß des Spielers kommt, vom rechten Fuß von Mats nämlich, kann es schon mal per se kein Elfmeter sein. Da habt ihr was dazugelernt jetzt, ne? Also von uns jetzt, ne? Gut, dass wir Bela eingeladen haben, oder? Das haben wir schon schlau gemacht, hat er im Hintergrund. Oder ganz, du hast gesagt, ruf den an, der weiß es garantiert, ne? Schöner wäre es gewesen eigentlich, wenn es noch um die deutsche Meisterschaft nur gehen würde. So ein Sieg. Aber es wäre dann noch schöner gewesen. Ja, aber das ist auch schon wunderschön. Machen wir nächstes Jahr dann. Mats, Stuttgart, Gladbach, Leverkusen, Leipzig. Dazu noch 2-mal Atletico. Da sind schöne Spiele in den nächsten Wochen. Knackiges Aprilprogramm. Wie wichtig ist der Sieg in München mit Blick auf die schweren Spiele? Ja gut, der ist extrem wichtig. Ich glaube, da müssen wir nicht drum herum reden. Der April, also ich zähle den jetzt mal mit rein, auch wenn es, glaube ich, noch der letzte Märztag war in München. Der April ist einer der schwersten Monate auf jeden Fall meiner Karriere. Müssen wir nicht drum herum reden. Das sind absolut geile Spiele. Aber ich glaube, wir freuen uns auf alles. Wir können hier im Stadion Stuttgart, Leverkusen und Atletico empfangen. Ich glaube, da sind auch die Fans heiß drauf. Da sind alle heiß drauf auf die Partien. Wir als Mannschaft auch und deswegen, es ist ein heftiger April, aber es kann halt auch ein richtig geiler April dadurch werden und einen guten Grundstein haben wir gelegt, finde ich. Wir haben schon einige geile Momente hier erlebt. Mach einfach noch ein paar dabei. Das wäre schön. Das Spiel am Samstag steht natürlich ganz im Zeichen des Stadionjubiläums, ist natürlich klar. 50 Jahre, schönstes Stadion der Welt. Darüber sprechen wir natürlich, aber Danny möchte uns noch kurz vorher einen kleinen Geschichtsvortrag zukommen lassen. Ja, ich versuche mich auch kurz zu halten. 18. Oktober 1971, da erfolgt der erste Baggerhub und zwar, das sehen wir jetzt auch auf den Monitoren, direkt ans Stadion Rote Erde angrenzend. Da, wo hier noch das alte Trainingsgelände mit Rasen- und Ascheplatz zu sehen ist, entsteht das sogenannte Zwillingsstadion. 50.000 Kubikmeter Boden werden ausgehoben, dabei 34 Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft. Aus 1.500 Tonnen Betonstahl und 6.500 Kubikmeter Beton entstehen in Fertigbauweise die 4 Tribünen.
Platz für 54.000 Fußballfans, 17.000 Sitzplätze auf Ost und West, 37.000 Stehplätze auf Nord und Süd. Für die Dachkonstruktion werden dann noch 750 Tonnen Stahl verarbeitet. Das ist das Westfalenstadion. Wo, da darf ich BVB-Historiker Gerd Kolbe zitieren, Beton und Stahl zu einem Mythos verschmolzen sind. Und dass Menschen auf dem gesamten Globus bis heute in seinen Bann zieht. Ja. Und am 2. April 1974 wird es dann mit einem Spiel der Frauenteams vom TBV Mengede und TuS Waltrop eröffnet. Und heute sind 21 Spielerinnen und die Schiedsrichterin von damals hier. Und ich würde sagen, wir begrüßen sie mit einem donnernden Applaus. Schäferhoff hat mich schon korrigiert. Richtig, ich habe es hier richtig geschrieben. VfB Waltrop, Entschuldigung. Prost. So, bei mir sind jetzt erstmal Frau Mietke und Frau Vera Mietke, ganz genau, und Frau Annegret Prochnow. Frau Mietke, fangen wir mal mit Ihnen an. Sie waren damals mit 14 Jahren das Küken beim TBV Mengede. Wie haben Sie damals dieses historische Ereignis wahrgenommen und wie denken Sie heute darüber? Es war fantastisch. Es war einfach toll, wie viele Menschen, wir auf dem Rasen, wir waren die Ersten. Es war eine ganz tolle Situation für uns und vor allen Dingen wir Frauen. Man hat uns belächelt damals, aber wir waren stolz und waren die Ersten mit Waltrop, um diesen heiligen Rasen einzuweihen. Sie haben es gesagt, ja. Man wurde belächelt, man darf nicht vergessen, Frauenfußball war erst seit 1970 überhaupt in Deutschland erlaubt. Damals, ich habe es mir aufgeschrieben, die Westfälische Rundschau, die titelte Runde weibliche Waden und wippende Busen eröffnen das Westfalenstadion. Damals war es so. So. Frau Prochnow, Sie waren 74 Kapitänin beim VfB Waltrop. Hier steht es auch, hier steht es richtig. Es dürfte trotzdem eine große Ehre gewesen sein. Es war eine sehr große Ehre, dass wir eingeladen worden sind von TBV Mengede, das Spiel zu eröffnen. Und als wir dann auch hier waren und natürlich das Stadion gesehen haben und wie gesagt, also die große Kulisse, das war schon wirklich Gänsehaut pur. Also es hat uns sehr viel großen Spaß gemacht und ich habe mich auch sehr gefreut, als Spielführerin und meine Mannschaft auf das Spielfeld zu führen. Und haben ja außerdem noch gewonnen 2-1, obwohl wir ja immer gegen TBV Mengede verloren haben bei den Turnieren oder Freundschaftsspielen. Aber ja, aber diesmal haben wir mal das glückliche Händchen. Schotz feiert hier schon am frühen Tod. Aber Prost, Mädels noch. Wir haben jetzt auch ganz kurz noch mal Bilder, die können wir kurz zeigen. Dann gehe ich mal kurz nach hinten. Und zwar Bilder, da haben wir Bilder von der Aufstellung. Man trägt noch schwarze Schuhe. Und ganz hinten sehen wir gleich eine Vorreiterin schon mit weißen Schläppchen. Und zwar war das die Schiedsrichterin. Da komme ich jetzt mal hier hinten. Darf ich mich auch ganz herzlich Marita Dosso begrüßen? Ja, nee. Weiße Schläppchen. Ich habe eben im Vorgespräch gefahren, überhaupt das einzige Mal mit Schiedsrichter gespannt. Wie war es für Sie damals? Es war so aufregend. Ich habe ja, 2 Tage vorher schon nicht schlafen können. Und ja, dann bin ich zum Spiel gegangen. Und ich habe damals bei Hösch gearbeitet. Und mein Kollege hat das natürlich gleich weitergeplappert. Und dann kamen die Fotografen von Hösch vor dem Spiel. Und wollten ein Foto von mir machen. Ja, und dann waren wir auf dem Spielfeld und dann wollte ich wieder zurück in die Kampfbahn Rote Erde. Und dann sagten die, Moment, Sie sind ja so nervös, Sie zittern ja richtig, jetzt trinken Sie erstmal ein Bier. Oh, da habe ich gedacht, das geht ja gar nicht. Aber dann habe ich ein Bier getrunken.
und dann sagte dann einer von den beiden, ja, auf einem Bein kann man aber nicht stehen. Habe ich noch ein zweites Bier getrunken. Und 19 Minuten später habe ich das ganz ruhig gepfiffen. Kein Problem, war sehr schön. Sehr schön, tolle Geschichte. Und jetzt noch... ganz, ganz kurz noch, dass Elisabeth Potschwatke das allererste Tor im Westfalenstadion geschossen hat, das kann man überall lesen. Aber wir haben ja gerade schon gehört, das Spiel hat Waltrop gewonnen. Wer hat aber die beiden anderen Tore in diesem Spiel erzielt? Das erfährt man nirgends und damit wollen wir heute aufräumen, denn wir haben auch die beiden Torschützinnen heute hier. Brigitte Springer, damals noch Brigitte Ott, traf zum 1:1 und Ute Med erzielte den 2:1 Siegtreffer. Und ja, auch da. Und da ich weiß, dass Ute Med noch einen großen Auftritt am Samstag hat, heute mal Frau Springer, haben Sie noch Erinnerungen an Ihren Treffer, an das Spiel? Und wie stolz macht es Sie heute sagen zu können, wir waren die erste Mannschaft, die hier gewonnen hat? Also stolz auf jeden Fall. Ich sag mal, an das Tor an sich kann ich mich nicht mehr erinnern, weil es war so ein Gewusel im Strafraum und dann war der Ball drin und dann war ich stolz. Knipserin wie Nobby, das klingt ganz nach Nobby. Vielen, vielen Dank, dass Sie heute unsere Gäste sind. Viel, viel Spaß bei der Sendung und damit zurück zu Nobby. Ja, du hast recht, Danny. Ich habe meistens auch aus dem Gewusel irgendwelche Tore erzielt. Deswegen die Anspielung darauf, ganz klar. Ja, Lars, für dich als Dortmunder Junge war das Stadion sicherlich immer schon ein Sehnsuchtsort. Wie war es für dich, als du das erste Mal in das Stadion gekommen bist? Wie hast du das damals wahrgenommen als junger Bursche? Ja, komischerweise weiß ich das noch sehr genau, obwohl ich 5 Jahre alt war. 1981, mein Vater hat mir, und ich glaube, bei vielen geht es auch darum, dass man mit seinem Vater hier das erste Mal ins Stadion gekommen ist. Und komm, wir gehen heute, es war ein Freundschaftsspiel. Hat es jetzt, glaube ich, sogar mal auch als Choreografie auf die Südtribüne geschafft. Und ich glaube tatsächlich, da ist viel dran. Komm, wir gehen ins Stadion. Erste Mal Freundschaftsspiel gegen rumänische Nationalmannschaft. Ich will dir einen tollen Spieler zeigen, Marcel Raducanu. Und dann war ich da, wie gesagt, als 5-Jähriger auf der Nordtribüne direkt hinter den Zaun, weil die gegnerische Mannschaft sich ja dort warm gemacht hat. Und der hat dann schon so ein bisschen gezaubert wie Maradona. Und ich war hin und weg. Ist dann in der Halbzeit ausgewechselt worden. Und nach dem Spiel sagte mein Vater, ja, der ist jetzt hier geblieben. Und ich so, ja, ich war 5. Ja, der ist geflüchtet, der ist hier geblieben. Vielleicht spielt er irgendwann mal für Borussia Dortmund. Und ich konnte das gar nicht überreißen, aber er ist dann tatsächlich hier geblieben, ja. Und es ist geflüchtet, es ist in der Halbzeit. Ich weiß nicht, ob er ausgewechselt wurde, aber er ist, glaube ich, direkt abgehauen. Und 82 hat er dann ja tatsächlich auch für den BVB gespielt und, glaube ich, einer unserer Club-Legenden, weil ohne ihn 86 gegen Fortuna Köln, er dann nicht ein Kopfballtor gemacht hätte, wer weiß, ob wir dann hier heute alle so sitzen würden. Ja, und da gebe ich dir recht und ich habe sogar die Ehre gehabt, mit ihm noch spielen zu dürfen, wirklich ein toller Fußballer und fast hättest du ihn heute Abend wieder hier getroffen, aber wir werden ihn noch hören, aber leider nicht persönlich hier sehen. Er hat eine Verletzung. Trotzdem schön, dass du auch an Marcello denkst. Und wir haben eben schon gehört, das Stadion ist aus Beton, aus Stahl. Das prägt das Stadion, aber trotz alledem, also es ist fast überall grau, trotz alledem ist für uns das schönste Stadion der Welt. Lars, warum ist die Bauweise dieses Stadions für dich faszinierend und wieso passt sie eventuell deshalb so perfekt zu Dortmund? Boah, ich weiß nicht, ob man hier von Bauweise sprechen kann. Ich glaube, das ist ein Stück weit, es ist halt nicht am Reißbrett entstanden, sondern es ist so ein Stück weit ja eine Flickschusterei. Dann wurde da mal eine Tribüne erhöht und dann haben wir da die Ecken zugemacht. Aber ich glaube, so sind wir Dortmunder. Ja? Wir sind nicht perfekt, aber wir machen aus den gegebenen Mitteln, holen wir halt das Maximum raus. Und ich glaube,
Normalerweise wäre das jetzt 74, ein renoviertes Gebäude aus den 74er in Fertigbauweise, aber ich glaube, erst mit den Fans und mit euch wird es einfach zum schönsten Stadion der Welt. Mats, du bist ja auch schon viele Jahre unterwegs und du hast viele tolle Stadien gesehen. Was hat dieses Stadion, was andere nicht haben? Also außer an Mats. Die Süd natürlich. Ich glaube, diese unglaubliche Wucht, die das Stadion entwickeln kann. Also wenn du hier ein Spiel hast, in dem der Funke vom Feld auf die Tribüne überspringt, wo du das ganze Stadion mitreißt, wenn jeder Zweikampf gefeiert wird, irgendwie kriegt. Es kribbelt schon, wenn ich darüber rede. Das sind die ganz besonderen Momente. Die gibt es in fast keinem anderen Stadion auf der Welt. Und das durfte ich hier so oft erleben. Es sind wirklich viele Abende, die für immer in Erinnerung bleiben, wo man so gespürt hat, es ist eine ganz besondere Atmosphäre im Stadion. Oder wenn es dann mal ein entscheidendes, wichtiges Tor gibt. Ich erinnere mich an diesen Freistoß von Antonio da Silva gegen Hoffenheim zum 1:1 damals. Das Stadion ist wirklich, das ist explodiert. Und das erlebst du, glaube ich, fast nirgendwo anders. Also es ist diese Symbiose, wenn die Leistung der Mannschaft, die Einsatzbereitschaft der Spieler auf die Fans überspringt und gefühlt dann, ja, du mit 80.000 und 11 gegen 11 andere spielst. Genau, so schaut's aus. Bela, du bist auch in vielen Stadien dieser Welt gewesen. Wie charakterisierst du unseren Tempel? Wenn man Fußball gespielt hat selber und mal geträumt hat, davon irgendwann mal Berufsfußballer zu werden, wenn man fleißiger gewesen wäre, hätte man es vielleicht sogar geschafft, hätte man davon geträumt, immer auf diese Süd zuzulaufen, und zwar als Heimmannschaft, als Heimstürmer, auf 25.000 Leute zulaufen und dann das entscheidende Tor zu schießen. Das wäre, glaube ich, ein Traum für jeden, der mal gegen den Ball getreten hat. Also das ist für mich... Dieses Stadion macht einfach optisch weniger her als atmosphärisch, würde man so sagen, weil wir von Beton sprachen und von anarchistischen Bauwerken, aber es ist eine sensationelle Atmosphäre. Gibt es in Europa, glaube ich, nur einen Vergleich, für mich, das Celtic Glasgow. Das ist der einzige Verein, der wo im Prinzip ähnlich daherkommt wie Dortmund. Da sind wir die Tage mit der Legendenmannschaft. Kommst du mit? Wen von uns beiden fragst du? Du noch nicht. Mats, der war nicht schlecht. Ich weiß gar nicht, ob du mit wärst. Du kannst nicht. Du hast aber noch viel um die Ohren. Aber meine Stadiongeschichte hier in Dortmund beginnt mit einem Stadionverbot. Also das Stadion wurde 74 gebaut, da war ich noch in der Schule, aber so 82, 83 war ich schon freier Mitarbeiter. Und wir haben eine Geschichte gemacht, ein Porträt des gerade frisch angekommenen, von dir erwähnten Marcel Raducanu. Damals gab es noch keine Pressestelle. Wir haben also indirekt über diverse Kanäle den Kontakt zu ihm selber gefunden. Der damalige Geschäftsführer, glaube ich, Walter Maas, hat gesagt, nein, der hat einen kleinen Eingriff am Knie oder Oberschenkel. Der liegt im Krankenhaus, ich glaube in Unawas, und mit ihm sprecht ihr nicht. Gut, haben wir gesagt, habe ich dem Chef erzählt, also Interviewverbot mit Raducanu, von wegen, krieg die Nummer raus, geh ins Krankenhaus, frag ihn, ob er Bock hat, ein Interview zu geben. Habe ich gemacht. Walter Maas sieht am Sonntag den Beitrag mit dem Otto und Raducanu am Krankenbett. Und ich hatte als erstes Stadionverbot im Westfalenstadion. Woraufhin in der Woche drauf, der Chef Karl Senne war das, hat gesagt, weißt du was, wer macht das Spiel in Dortmund? Das macht Bela Reti, wollen wir mal gucken, ob die das durchhalten. Ich saß dann neben Walter Maas und sagte, da bist du ja, siehst du doch, okay, willkommen. So ist unser Bela oder Walter, genau, Mats sagt er, 6 Tage hat das Stadionverbot gehalten. Ja, bei dem Thema Architektur gibt es noch eine schöne Eigenheit. Wenn die Mannschaften aus dem Mannschaftsbus aussteigen, können sie links gehen oder rechts gehen. Links ist für den BVB und rechts für die Gäste. Das hat aber auch einen Grund, weil links, wo wir runtergehen, sind 12 Stufen. Und rechts, wo die Gäste hergehen, 13. 13 ist eine Zahl, die nicht unbedingt Glück bringen soll.
Es ist halt eine Unglückszahl. Und dann die Frage jetzt an Mats, ob das wirklich wahr ist, stimmt die Geschichte, dass du nach deinem Wechsel nach München ausgestiegen bist und natürlich wie gewohnt bist du nach links gegangen und dann hat jemand gesagt, ne, Mats, heute rechts. Es kann sein, ich weiß es tatsächlich nicht. Die ist mir so es könnte zugetan, sein, ja. Es könnte schon sein, das, also es war ja schon sehr gewohnt dann eigentlich, aber ich muss hinzufügen, ich glaube, ich bin der Einzige, der öfter mal rechts lang geht, wenn es mit links zu lange dauert. Und jetzt gegen Frankfurt, glaube ich, erst. Also ich würde, aber ich bin auch eh nicht abergläubisch, deswegen ist es, vielleicht hätte ich es aber auch nie hören sollen, weil ich wusste es bis gerade eben nicht. Ich kann es nicht 100% verifizieren, die Geschichte, aber es kann schon. Es kann schon. Wir haben nachfragen. 100 Kameras sind immer auf uns gerichtet. Ja, das ist auch. Das kriegst du nicht. Das kriegen wir Na, nicht da vorne ist Archiv, keine. Oder? Da kriegen wir nicht. Aber ich krieg das noch raus. Ich zeige ihn dir, der okay. Das gesagt hat. Das will ich raus. Danny, die nächste Aufgabe. Also, es gibt noch natürlich besondere Momente, die das Stadion hervorgebracht hat. Und da hat Danny wieder was. Ja, abgesehen davon, Danny, dass du mir den Mann bringen musst, der gesagt hat, Mats musste links gehen, rechts gehen. Ja. Wenn wir bei besonderen Momenten sind in diesem Stadion, da hat sich vor allem Brinkhoffs an einige besondere Momente erinnert und dafür extra diese Sonderedition herausgebracht. Gibt es jetzt schon online erhältlich, dann kommt sie demnächst auch in den Handel. Und da sind dann Flaschen drin mit besonderen Motiven und 20 Geschichten. Die bekommt ihr auf den Rückseiten. Wie etwa, ich mache das jetzt mal einmal vor, hier. Den 19. Mai 1986, er wurde schon mal angesprochen. Dem Namen nach hätte Fortuna Köln die Nase vorn haben müssen. Aber die Göttin des Glücks trug an diesem Tag offensichtlich schwarz-gelb. Der BVB hatte das Relegationshinspiel mit 0-2 verloren und stand mit einem Bein in Liga 2, als es im Rückspiel Sekunden vor Abpfiff nur 2-1 stand. Doch dann landete ein Abpraller des Kölner Keepers vor den Füßen von Jürgen Wegmann, der das Leder mit der letzten Aktion des Spiels über die Linie drückte. Der BVB hatte sich ins Entscheidungsspiel gerettet und machte es dort etwas weniger spannend. Endstand 8-0. Die Relegation 86 ohne Zweifel einer der wichtigsten Tage in der Geschichte von Borussia Dortmund. Und wir wollen uns jetzt auch einmal die Bilder anschauen. Ja, emotionale Bilder und zwei Personen, die damals mitgezittert haben, die sitzen da vorne und ich behaupte mal ganz frech, und es klang ja schon an, Nobby, ohne Jürgen Wegmann wärst du wahrscheinlich nie der Held von Berlin geworden und Lars, du wahrscheinlich auch nicht der BVB-Jahrhunderttorschütze. Oder würdet ihr mir widersprechen? Nee, da gebe ich dir hundertprozentig recht. 86 war für mich natürlich auch ein wichtiges Jahr. Ich hatte bei Borussia Dortmund unterschrieben für die erste und die zweite Liga und ich saß auf der Tribüne und als das 3-1 geschossen wurde, kannst du dir vorstellen, was in mir vor sich ging. Ja, ich habe mich so gefreut. War egal. Zu rechnen. Damals gab es noch Nüsse. Aber noch schöner ist auch die, ja, können solche Augen lügen? Es gibt noch eine schöne Geschichte. Es gab dann das 3-1 Jürgen Wegmann. Also ich habe noch nie so viele Menschen heulen gesehen. Die haben alle auch hinter mir bei Karl-Heinz Thielen, damals der Manager von Köln. Der hat am lautesten geflennt. Der wollte natürlich auch Fortuna Köln in der ersten Liga sehen. Beim 8-0 an dem Tag war eine Hochzeit. Mein damaliger Kollege, mit dem bin ich immer zum Training gefahren, beim 1. FC Köln, Armin Görgens, hatte geheiratet. Oder wollte heiraten. Oder hat auch geheiratet.
ich war auch da und habe natürlich so ein bisschen Radio gehört. Damals war es noch ein bisschen komplizierter und irgendwann bin ich als Partycrasher dann so gesagt, ich spiele übrigens nächstes Jahr erste Liga. Er hatte bei Fortuna Köln unterschrieben und du zweite Liga. Ja, ja, das war noch nicht das Schlimmste. Die Ehe hat auch nicht gehalten. Ja, meine also, hat gehalten. Ich musste vor kurzem Bela wird ein bisschen frech. Ich musste vor kurzem ein Interview geben, wo ich nach dem Spiel meines Lebens gefragt wurde. Habe ich so, ja, 86, nee, wo du selber gespielt hast, ja, okay. Aber 86, ja, das war mein Spiel. Also ich war 9 Jahre alt auf der Südtribüne. Du hast gerade gesagt, du hast noch nie so viele Menschen weinen sehen, aber aus zwei unterschiedlichen Gründen. Also bis zur 90. Minute, es war unglaublich, wirklich erwachsene Männer ja, hielten sich gegenseitig in den Arm, wirklich geweint, pure Frustration. Und dann mit dem Tor von Jürgen Wickmann haben sie einfach weiter geweint, aber diesmal aus Freude. Und ja, so ein Umschwung von Gefühlen innerhalb kürzester Zeit. Ich weiß nicht, ob ich es danach nochmal, natürlich hatten wir tolle Erlebnisse, aber wirklich von himmelhoch jauchzend zu Tode betrübt, beziehungsweise andersrum. Also das ist wirklich das Spiel und ja, eigentlich mein Spiel. Das ist wahrscheinlich auch das Spiel, eben, warum wir hier noch sitzen. Und ich glaube, so Michael Zorc noch das 1-0, ich weiß nicht, ob wir es gesehen haben, als Elfmeter, glaube ich, geschossen. Das muss ein unheimlicher, wahnsinniger Druck gewesen sein. Raducanu, glaube ich, ein Kopfballtor, der nie wieder in seinem Leben Kopfballtor gemacht. Und Wegmann ist danach zu Schalke gegangen, richtig. Ja, deshalb also war gerade die berechtigte Frage Geschichte. Auch, ob ihm das denn verziehen wurde, dass er nach Schalke gegangen ist. Und wir Mats fragte, und so richtig beantworten konnten wir es auch nicht, Lars. Du hast auch nichts gehört mal irgendwie. Ich meine, normal wird es nie verziehen, wenn du von hier nach Schalke gehst, oder? Ja, das war ja erst danach. Ja, also vorher war er noch BVB-Spieler, also deshalb. Aber da ist das ganze Spiel über ausgepfiffen worden, sensationell, und macht dann das 3-1 in der letzten Sekunde. Also das gibt es nur im Fußball, glaube ich. Das ist die Kopa. Du hast Anfang der 80er beim ZDF als freier Mitarbeiter gearbeitet. Wie hast du das Relegationsspiel 86 in Erinnerung? Hast du Erinnerungen dran? Ich habe Erinnerungen dran, wusste auch, dass dass Cobra Wegmann der entscheidende Torschütze war, wusste auch, weil ich schon in der Redaktionssitzung war, dass da alle schon am Stöhnen waren, weil wir für Sportstudio attraktive Vereine brauchten für die Bundesliga und nichts gegen Fortuna Köln, aber verstehst du, Borussia Dortmund ist schon eine andere Hausnummer. Ich habe mit deiner Mama zusammengearbeitet, also Mats Mutter und ich waren KollegInnen, oder wie man das jetzt sagt. Ja? Hier brauchst du nicht gendern. Genau, das war ein bisschen später. Das war ein bisschen später, und aber meine ersten Erlebnisse mit Borussia Dortmund waren dann etwas in der Zeit um diesen Raducanu-Wechsel. Da durfte ich normalerweise als junger Redakteur nur zu kleinen Clubs gehen erstmal. War auf dem Wattenscheid, da kannte mich jeder Schäferhund, und in Uerdingen. Mein erstes Bundesligaspiel habe ich nicht weit von hier gemacht, in Bochum. Also ich war oft in der Region, aber Borussia Dortmund, das war schon so eine Hausnummer vom Namen her. Da hat man die junge Dachse noch nicht hingelassen. Aber irgendwann, wegen dieser Raducanu-Affäre, durfte ich dann auch hier schon mal dabei sein. Und im Prinzip war das schon 2 Jahre, bevor die Relegation hier stattgefunden hat. Also ich habe das relativ hautnah mitbekommen. Wer sich gegen den Hauptgeschäftsführer durchsetzt, der darf immer wieder kommen. Ja, ja, genau. Also der war auch ganz nett. Der dachte Stadionführer, da habe ich gar nicht so gemeint. Mats, bist du in deiner Zeit beim BVB irgendwann mal mit der Relegation 86 konfrontiert worden, dass dir irgendjemand mal gefragt hat, sag mal, ohne Wegmann wären wir wahrscheinlich alle nicht hier? Spricht man das also oder? Ich bin nicht aktiv, glaube ich, konfrontiert worden, aber ich kannte irgendwie jetzt auch die ganze Geschichte. Also irgendwie kriegt man es ja dann doch, glaube ich, mit, eben mit dem Wiederholungsspiel, dass es so deutlich war, Last-Minute-Ausgleich. Ich glaube, irgendwie kriegt man, wenn man hier länger ist, kriegt man die Geschichte vom BVB über irgendwelche Umwege, glaube ich, immer mit. Deswegen, also es war jetzt nicht so, dass irgendwann mal gefühlt aktiv auf mich zukam, aber die Geschichten fliegen einem so zu, würde ich sagen, irgendwann. Aber man denkt immer bei diesem Stadion an große, weite Welt. Angefangen hat das hier vor 50 Jahren in der zweiten Bundesliga. Also das erste Pflichtspiel war, glaube ich, gegen Bayer Uerdingen. Also irgend so ein schäbiges 0-0 in der zweiten Liga. Also danach begann erst die große Geschichte dieses Stadions. Es fing optisch riesig an, aber sportlich relativ klein. Das vergisst man ja. Ne? Also zweite Liga, sogar zweigeteilte Liga. Zweite Liga West.
alles hier. Was der Bela alles weiß, unglaublich, ne? Aber so ist ja, so haben wir dich geliebt im Fernsehen. Lasst uns knapp ein Jahrzehnt nach vorne springen, 17. Juni 1995, 34. Spieltag. Der BVB lag einen Punkt hinter Bremen und spielte zu Hause gegen den HSV. Ein historischer Tag, über den wir gleich reden. Zunächst lassen wir aber Bilder sprechen. Es ist die erste deutsche Meisterschaft im Westfalenstadion. Der BVB hat 32 Jahre auf diesen Moment gewartet. Lars, du hast ein Kopfballtor erzielt und wirst mit dem BVB Meister. Nimm uns mal mit an diesem Tag. Und die Frage von Mats, die kannst nur du beantworten. War das Tor von Andi beim Spiel gegen den HSV, als er den Ball um die Mauer gedreht hat? Ja. Wollte Mats wissen. Ja? Sollte keine Flanke werden, das war ein Freistoß. Nee, das wusste ich. Ja. Also für mich der, ja auch glaube ich, emotionalste Titel, du hast gesagt, seit über 30 Jahren haben wir auf diesen Titel gewartet. Wir mussten ja auch 2-0 gewinnen und es war eine etwas andere Stimmung, als Mats hat gerade so explosionsartig beschrieben und wir hatten natürlich auch viele Spiele, wir waren gerade bei 86, vielleicht kommen wir noch auf das eine oder andere Spiel, wo das Stadion wirklich explodiert ist. Damals war die Stimmung ein bisschen anders, weil wir haben relativ schnell dann die beiden Tore geschossen und damals gab es noch hier Smartphones und so, gab es noch nicht, da hatten ein paar irgendwie Radio mit im Stadion und ja, wir haben irgendwie versucht, das Spiel zu Ende zu bringen und du hast dann in irgendeinem Block sind dann irgendwie auf einmal 10 Leute aufgesprungen und ja, wie so ein Feuer verbreitete es sich dann im ganzen Stadion und ja, das war, ich meine, da haben wir alle über 30 Jahre drauf gewartet. Ich bin irgendwie in der 74. wirklich mit Tränen in den Augen ausgewechselt worden, dass wir das wirklich damals erreicht haben. Tolle Sache. Bela, 3 Jahrzehnte ist es zurück. Wie hast du den BVB in Erinnerung, so Mitte der 90er Jahre oder in den 90er Jahren? Also an den Tag kann ich mich ganz genau erinnern. Am letzten Spieltag war die Entscheidung, entweder wir Dortmund Meister oder Werder Bremen. Am 34. Spieltag fiel die Entscheidung und ich war der Redaktionsleiter vom aktuellen Sportstudio und hatten von beiden Teams die Zusage, dass die beide komplett erscheinen im Falle der Meisterschaft. Das heißt also, wir hatten schon irgendwas für Werder Bremen in der Nähe, die wären da hingekommen, irgendwo im Hunsrück beim Johann Lafer auf seine Stromburg, da wäre Werder hingekommen, da haben wir das ganze Abendessen storniert, sind mit dem Hubschrauber nach Dortmund und haben in der Westfalenhalle mit dem BVB live das aktuelle Sportstudio von hier gemacht und wir mussten improvisieren, deshalb kann ich mich an diesem Tag ganz, ganz genau erinnern. 95 war das. Und das war das Spiel. Das Essen ist kalt geworden beim Lafer. Finde ich jetzt nicht so schlimm. So ist man damals mit Gebührengeldern umgegangen. Heute machen wir das anders. Mats, was die Emotionalität betrifft, wird die 95er-Mannschaft oft mit der Meisterschaft 2011 verglichen. Vor allem das entscheidende Spiel gegen Nürnberg. Was hat den Moment außergewöhnlich gemacht? Also in dem Spiel gegen Nürnberg gab es, ich würde sagen, ein paar außergewöhnliche Momente. Ein paar haben auch mit dir zu tun. Wir haben ja relativ früh, glaube ich, das Spiel schon in unsere Richtung gelenkt. Wir waren zur Halbzeit 2-0 vorne, glaube ich, durch
Lukas und Levi, oder? Barrios und Lewandowski. Genau, und dann war ja klar, dass wir quasi ein Ergebnis aus Köln brauchen. Das war, glaube ich, Köln gegen Leverkusen. Und dann ging es ein bisschen schneller, es waren dann nicht nur 10 Leute, wie vielleicht dann eben 95, sondern du hast dann gemerkt, so im Stadion, irgendwo macht das Ergebnis aus Köln schon die Runde. Also irgendwer sagt schon, Köln hat getroffen gegen Leverkusen, dann das Spiel plätscherte so ein bisschen da vor sich hin. Nürnberg hatte akzeptiert, dass wir gewonnen haben. Wir wussten, wir holen die 3 Punkte. Und dann hast du gemerkt, dass so eine Unruhe im Stadion entsteht und dass das so auf die Tribünen überschwappt. Und dann so ein lauter Jubel aufbrandete, dann mit deinem eben 1-0 für Köln, muss ich sagen, hat was Episches auch, hat was Episches gehabt. Und das Ganze dann, ich glaube, es gab noch ein 2-0 ja sogar für Köln. Und beim 2-0 war es nochmal genauso. Und dann war einfach, also dann war pure Feierstimmung. Dann gab es eben auch diesen einen Moment auf dem Platz. Das ist für mich das Schönste auf dem Platz. Vielleicht wirklich das Schönste, einer der Schönsten meiner Karriere. Nach dem 2-0, wir führen 2-0, noch ein paar Minuten zu spielen. Und dann gab es irgendwie noch eine Szene, wo der Ball durch die Luft flog, ein paar Kopfbälle hin und her. Und wir Spieler haben uns aber einfach nur angeschaut. Also, weißt du, wir Spieler haben uns angeschaut, so mit diesem, okay, wir haben es tatsächlich gepackt. Und du hast bei allen diese Ungläubigkeit und diese Freude gesehen in den Augen. Und ich glaube, dass fast jeder aus der Mannschaft damals, also der ein bisschen so, also Schmelle, Nuri, Sven, glaube ich, waren auf dem Platz, der ein bisschen in diesem Moment mit dabei war, wo wir diesen Blickkontakt zueinander gesucht haben, sich daran so gut erinnern kann, weil das irgendwie was ganz Außergewöhnliches war. Das war wahrlich außergewöhnlich. Lars, du bist einer der ganz, ganz wenigen Borussen, der alle Ausbaustufen des Stadions als Spieler miterlebt hat. Erst die Aufstockung von West und Ost, was soll ich denn sagen, mit der Schalenübergabe auf der Baustelle, das haben wir auch noch alle vor Augen, dann Ausbau Süd und Nord und schließlich noch die Schließung der Ecken. Wie haben sich diese Veränderungen des Stadions auf dem Platz bemerkbar gemacht? Ja, also jetzt tatsächlich, also ich habe gerade mal nachgerechnet, ich gehe seit 42 Jahren in dieses Stadion. Ich glaube, es war immer außergewöhnlich. Egal, ob 45 reinpassten, ich glaube, wir hatten sogar mal Spiele, wo nur 35 im Europapokal reinpassten. Oder jetzt 80.000. Ich glaube einfach, dass die Stimmung immer eine außergewöhnliche war, immer die Leidenschaft unserer Fans immer zu spüren war. Ich glaube, oder irgendwo habe ich es, glaube ich, auch gelesen, es ist bei uns auch besonders laut, weil das Dach so ein bisschen schräg ist und der Schall dann nicht so entweichen kann und dadurch es tatsächlich lauter ist als in anderen Stadien. Und ich weiß nicht, ob das stimmt, aber zumindest wäre es vielleicht eine Erklärung. Aber es ist natürlich ja schon schön mit den ganzen Ausbaustufen, auch dass die Ecken zugemacht wurden. Ja, entsteht so ein bisschen das Gefühl für den Gegner, hier kommt er nicht raus. Ja, und, wir haben ja in den Ecken noch ein bisschen Platz gelassen. Ja, aber nur zum Flüchten. Ja, wenn ihr flüchtet, kommt ihr hier raus. Ja. Bela, du hast auch den Wandel des Stadions natürlich mitbekommen, ganz klar. Als Reporter, wie erklärst du dir den Mythos Westfalenstadion oder den Mythos um das Stadion? Allein wenn man hier schon anreist, die B runterfährt, da sieht die gelben Masten, man denkt, wir haben hier gleich einen Gladiatorenkampf. Du kommst ins alte Rom. Ja, nicht ins Westfalenstadion, da kommt ins alte Rom. Das wird, egal was passiert, egal wer spielt, ob es ein Pokalspiel gegen Zweitligisten oder Tabellenführer, das ist immer diese Atmosphäre, die einen schon in den Bann zieht. Und ich habe einige Vereinsspiele hier live kommentiert vom BVB, speziell Champions League, Bundesliga-Live-Rechte hatten wir im ZDF nicht, also unter anderem hier Real Madrid, 4 Tore Lewandowski und so weiter. Aber die Länderspiele waren natürlich was ganz Besonderes. Jede Weltmeisterschaft. Da kommen wir gleich noch drauf. 2006, aber das hat diesen Mythos auch ein bisschen befeuert, weißt du. Und ich weiß nur genau, noch einen Halbsatz wegen Nationalmannschaft. 2006 vor meinem ersten Spiel hier war ich schon 2 Tage vorher in Dortmund und bin ganz alleine hier rumgelaufen und bin in den Innenraum gegangen und habe diese Atmosphäre auch ohne Fans eingeatmet in der Vorfreude, was dann bald kommen sollte. 2 Tage später, ein Spiel nämlich. Das war schön, oder? Das war sehr schön. Ja. Mats, du hast 5 Spiele hier im Stadion gemacht, bei denen du nicht bei Borussia Dortmund gespielt hast. Wie war das eigentlich? Das ist eine
Das ist die schwierigste Antwort des Abends, glaube ich. Bitte, ey. Ja gut, es war, man muss mich drum umreden, als Gegner ist das hier schon hart zu spielen. Ne? Also das ist ja auch, was das Stadion ausmacht. Also diese, ja, diese Wucht der Fans, wenn sie dich dann in dem Fall einzeln trifft, wenn du am Ball bist, dann ist es nochmal lauter. Aber auch generell als gegnerische Mannschaft, ich glaube, also in den wenigsten Fällen kommst du nach Dortmund und freust dich und denkst, ach geil, heute machen wir hier lockeren Aufgelopp. Sondern du weißt, normalerweise wird's hier verdammt hart, verdammt schwierig. Du kannst hier ganz, ganz, ganz lange 90 Minuten erleben als Gegner. Und ja, ich würde sagen, so fühlen sich wahrscheinlich die meisten, die hierher kommen. Es fühlen sich nicht gut, ne? Du hast dich nicht gut gefühlt. War schon tough, ja, muss ich schon echt zugeben. Ja. Wir haben jetzt viel über Erfolge hier aus dem Stadion oder die hier im Stadion entschieden wurden, gesprochen. Es gab aber auch mal eine ganz schwierige Zeit. 2005 ging es dem Verein wirklich nicht gut. Wir waren finanziell komplett am Boden und wir wissen nicht, was mit diesem Ort geschehen wäre, wenn die Signal Iduna damals nicht gesagt hätte, wir übernehmen die Namensrechte für das Stadion. Und dadurch kam natürlich wieder Geld in die Kassen von Borussia Dortmund. Seit dem 1. Dezember 2005 heißt das Stadion Signal Iduna Park. Ich habe auch gerade noch mit dem Mann gesprochen, dass ich heute Abend hier und da mal Westfalenstadion sagen muss. Er hat es mir genehmigt und da bin ich ganz froh drüber, lieber Thorsten. Die Partnerschaft zwischen Borussia Dortmund ist aber nicht erst seit 2005, sondern die hat auch inzwischen 50 Jahre Bestand. Seit 50 Jahren unterstützt die Signal Iduna Borussia Dortmund. Und ich glaube, das ist als allererstes schon mal ein Riesenapplaus wert. Und bei uns sind heute fünf Vertreter der Signal Iduna. Thorsten Uhlig, Mirko Link, Paul Jordan, Hanna Westermann und Andreas Krunge. Und ich freue mich natürlich, Thorsten, wir sind seit vielen Jahren befreundet, dass du heute hier bist. Und was fällt dir zu diesem wunderbaren Stadion spontan ein? Also ich muss ehrlich sagen, ich hatte gerade ein Stück Gänsehaut, Nobby, als Mats dieses Nürnberg-Spiel aus seiner Sicht geschildert hat, weil du wirst dich erinnern, vor einer halben Stunde habe ich es fast mit den gleichen Worten geschildert. Ich stand da im Mundloch 72. Es war 2-0, 70. Minute, das Spiel plätschert vor sich hin und dann wie ein Bienenschwarm war wahrnehmbar und du hast nicht gewusst, was los ist und dann knallte das ganze Stadion hoch und ich muss ehrlich sagen, das waren auch Tränen der Freude, die dann, ich glaube, bei vielen, vielen geflossen sind. Also für mich noch vor Malaga der emotionalste Moment hier im schönsten Stadion der Welt. Und das Schöne ist auch, dass ihr hier als stolze Vertreter der Signal Iduna sitzt. Das macht uns natürlich auch glücklich. Ihr seid mit Herz, mit vollem Herzen auch schwarz-gelb. Obwohl ihr von den Farben her etwas anderes habt. Ja, ich glaube, auch da gehört Toleranz dazu. Genauso wie eben für uns dieser Geburtstag, dieser 2. April, halt Moderne und Tradition verbindet. Und wir werden jetzt auch am Spieltag, am Samstag sehen, dass wir auch als Namensrechteinhaber Tradition, also auch das Westfalenstadion entsprechend würdigen. Es ist ein Teil der Geschichte dieser 50 Jahre und es gehört halt zur Seele Westfalens, zur Seele dieser Region. Sehr schön, Thorsten, vielen Dank. Jetzt muss ich unseren Geschäftsführer, den ich auch ganz herzlich begrüßen möchte, Carsten Kramer, fragen, ob ich sagen darf, was am Samstag denn die Signal Iduna geplant hat. Das muss man sich mal überlegen. Sie wird schon öfter mal so angegangen, dass es nur Westfalenstadion heißt. Was macht die Signal Iduna? Sie macht am Samstag einen Schal, wo auf der linken Seite Westfalenstadion steht und rechts Signal Iduna und in der Mitte 50 Jahre. Das finde ich mal großartig von der Signal Iduna. Und du bist der Erste, der einen Schal hat. Herzlichen Glückwunsch. Und vielen Dank, dass ihr heute hier hingekommen seid. Vielen Dank. Ja.
Tolle Aktion, Danny. Tolle Aktion. Es gibt noch eine ganz tolle Aktion, von denen Sie unbedingt noch mal berichten sollten. Ja, Nobby. Ja. Ja. Bin ich drauf? Ja. Ja? 50 Jahre, 50 Spiele. Ja, wir werden etwas verlosen, was quasi Wahnsinn ist, nämlich Dauerkarten für zwei Personen für 50 Spiele, die jetzt anstehen werden. Wir haben Carsten in unserem, Carsten muss man nochmal zusagen, Carsten und ich sind quasi schon irgendwo die Väter dieses Namensrechtes, denn wir haben im Oktober 2005 tatsächlich in dieser schweren Zeit die ersten Verträge hier zum Namensrechtevertrag miteinander verhandelt und wir werden aus dem Vertrag heraus das Recht auf zwei Dauerkarten verlosen und die Verlosung, wenn ich richtig informiert bin, geht in wenigen Minuten online los. Oh, also online, aufpassen, mitmachen, 50 Spiele, das sind schon ein paar Jahre, sehr schön. Vielen Dank, tolle Geschichte, schön, dass ihr da seid. Ja, Danny, jetzt komme ich zurück zu dir, wir haben schon oft über Fans gesprochen, das wollen wir jetzt ein bisschen vertiefen und das ist dann wieder deine Aufgabe. Ganz genau, komme ich sofort zu. Ich nehme mal den Ball erst nochmal auf. Diese tolle Aktion von Signal Iduna für einen Werbeblock, sage ich mal, in eigener Sache. Wir haben von Bela eben schon diese Pylonen gehört. Da waren ja vorher diese ikonischen roten Flutlichtmasten. Die mussten weichen, als man das Stadion ausgebaut hat. Ihr habt aber noch die Chance, sich so einen Flutlichtmast nach Hause zu holen. Das sind die Flutlichtlampen, die wir bei uns haben. Es gibt noch eine Handvoll in der Fanwelt. Also es heißt jetzt schnell sein. Macht ein tolles Licht, kann man sein Handy sogar auch drauf aufladen. Ich das nehme mal, an. Ja. Das nochmal ein Tipp ne, als Fußballromantiker, diese Flutlichtlampen. Ansonsten, wenn ich in die Fanwelt laufen möchte, wir haben viel in unserem Online-Shop. Wir haben so ein bisschen eine eigene Kollektion, auch jetzt zum Stadionjubiläum. Unter anderem auch dieser Hoodie. Adresse unseres Online-Shops, die ist jetzt eingeblendet. Könnt ihr also auch bequem noch ein paar Sachen shoppen zum Stadionjubiläum. Nochmal dran denken, nachher noch Live-Quiz. Drei dieser Boxen werden wir noch verlosen. Also wird auch eingeblendet schon mal die Adresse und den Code, um dran teilzunehmen. Jetzt aber zu den Fans. Und dass wir außergewöhnliche Fans haben, das beweisen sie in der jüngeren Historie immer wieder durch atemberaubende Choreos. Einige davon haben wir jetzt für euch zusammengestellt. Thank you.
Das war schön laut und deshalb auch, glaube ich, schön emotional. Und die Frage an euch beide erstmal, was war eure Lieblingschoreo? Ja, erstmal prinzipiell, glaube ich, total emotionaler Einspieler. Natürlich jetzt, bei mir ist eigentlich relativ einfach, na klar, Rick Lupton jetzt auf der Suche nach dem verlorenen Enkelpot, auch großartig. Ich habe einen anderen Highlight. Ich bitte dich, dass ich das nicht erklären muss, warum, weil ich würde es nicht schaffen, aber meine Choreografie ist, als Kind bin ich schon mal mit meinem Vater gekommen. Mats. Ich würde mich, glaube ich, muss ich schon anschließen. Also mein Favorite Alltime ist, glaube ich, auch auf den Spuren des verlorenen Enkelpots. Es war eben auf dem Feld zu sehen. Unglaublich. Ich liebe die Choreos eh. Deswegen an der Stelle einmal, ich glaube, jeder von uns auf dem Platz liebt die. Wirklich größten Respekt an die, dass sie sich dafür einsetzen, die das immer veranstalten, die da auch Geld in die Hand nehmen und so. Sind eine der beeindruckendsten Sachen, finde ich. Also die bleiben auch alle hängen. Mir ist noch eine eingefallen, die war, glaube ich, nach der ersten oder zweiten Meisterschaft, glaube ich, wo jeder Spieler und Kloppo irgendwie auch hochgezogen wurde. Die Choreos machen eben auch den BVB und die Fans aus, ne? Muss man sagen. Die Bilder bleiben hängen, die gehen um die Welt, die bleiben für immer auch im Kopf. Kann man da vielleicht, wenn man da so konzentriert ist, manchmal vielleicht auch ein bisschen den Fokus verlieren, weil ich finde das schon, du hast auch gerade gesagt, es ist schon beeindruckend, wenn du auf dem Platz stehst und siehst da. Das pusht ausschließlich. Also okay. Guckst du, wir laufen ja dann raus aus dem Gang, gucken nach links, wir wissen ja auch meistens, wenn eine Choreo kommt, sind wir schon in freudiger Erwartung. Früher durch Kevin wussten wir es immer ganz genau. Da waren wir wirklich bestens informiert, was passiert. Und wir haben uns immer drauf gefreut. Also wir haben uns immer wirklich auf jedes einzelne Mal drauf gefreut. Und ich glaube auch jeder einzelne Spieler läuft dann raus, guckt nach links auf die Süd und schaut sich das Ganze an. Und das ist ein riesen, riesen Schub nochmal. Du siehst ihn natürlich nicht immer, Bela. Was hat dir gerade besonders gefallen? Gibt es da was? Und anschließende Frage, was macht den BVB-Fan aus? Weshalb ist er der beste Fan der Welt? Fangen wir mit der zweiten Frage mal an. Und das beantwortet auch die erste Frage. Das ist das Herzblut, die Liebe zur Tradition. Und deshalb ist meine Lieblingschoreo die vom Lars. Ich bin als Kind mit meinem Vater hergekommen. Das zeigt die gesamte Wucht, die ein Traditionsverein auf eine Region und auf eine Stadt ausüben kann. Und die Fans sind dafür verantwortlich, dass das Stadion den Mythos Westfalenstadion hatte. Ich glaube, ohne die Fans würde es das alles gar nicht so, wären wir nicht weltbekannt. 1000% richtig. Also, ich glaube, da diskutiert niemand mit dir drüber. Ja, das ist so. Lars, Stichwort Südtribüne, du kennst das seit den 80er Jahren, hast bereits selbst draufgestanden damals. Die Menschen auf der Süd von damals lassen sich mit den Menschen heute vielleicht nicht so hundertprozentig vergleichen. Wie hat sich das Bild auf der Süd mit der gewaltigen Menschenmasse verändert? Ja, also erstmal sind deutlich mehr Leute dort drauf. Ich kann mich noch erinnern, Anfang der 90er, als ich dann hier angefangen habe, im Jugendbereich zu spielen, habe ich immer noch die Jugendgeschäftsstelle war direkt neben dem Stadion, da habe ich immer noch 10 Karten gekriegt vorm Spiel und habe die an meine Kumpels verteilt. Das hat nicht gereicht. Dann sind wir da es gab noch so grüne Verkaufsstände vor der Nordtribüne, da haben wir uns dann hingestellt, haben den letzten aus der Reihe genommen, haben denen noch eine Karte geschenkt. Also dementsprechend war es teilweise auch auf der Südtribüne nicht so voll, wie es jetzt ist. Zum Glück mehr Frauen. Also ich kann mich noch, als ich als Fan auf der Südtribüne stand, so mit 12, 13, ich glaube, da waren nur komplett Männer. Zum Glück hat sich das auch geändert und ja, einfach die pure Masse, 25.000 Leute. Ich meine, das ist ja auch immer schön zu sehen, wenn der Gegner dann rauskommt, auch bei einer Choreografie, die versuchen nicht hinzugucken, schaffen es aber in der Regel nicht. Und vorm Spiel kommen die Jungs oder wir früher ja auch immer nochmal auf den Platz, gucken, wie der aussieht.
Und wenn die dann stehen und machen Selfies mit oder von unserer Südtribüne für Instagram, dann sieht man schon, welch großer Respekt auch bei den Gegnern da vorne ist. Wir haben jetzt viel über die Fans gesprochen. Jetzt wollen wir mal mit einem Fan sprechen, nämlich mit einem, der schon seit 50 Jahren hier ins Stadion kommt. Das ist Manfred Rakowski. Da war ich mit Carsten auch mal im Fanclub. Und Danny, du bist bei Manfred. Genau, wir sind jetzt hier wieder mittendrin und ich fange noch mal ein bisschen vorher an. Manni, du hast den BVB sogar noch in der Roten Erde unterstützt und dann beim Wechsel rüber ins Westfalenstadion ist dir, wie auch manch anderem, ein kleiner Fauxpas unterlaufen. Erzähl doch mal. Das war eine kuriose Geschichte. Wir standen natürlich in der Roten Erde immer in der Nordkurve. Und ich habe mir dann natürlich eine Jahreskarte auch geholt für die Nordkurve und habe dann natürlich während der Saison und auch vor allen Dingen bei dem Spiel gegen die Blauen, was wir da leider verloren haben, dann gemerkt, dass ich auf der falschen Seite stand. Das konnte ich also erst eine Saison später korrigieren. Also musste ich das ganze Jahr auf der falschen Kurve stehen. Ja. Kam damals so zur Erklärung, 73 das Parkstadion und da kam raus, dass die Blauen halt in die Nordkurve gegen 73 und da hat man sich entschieden, dass man anders als in der Roten Erde in den Süden hier geht. Da ich in Bochum wohnte und immer noch wohne, habe ich das natürlich in der kleinen Stadt da nicht mitbekommen, aber dass hier in der großen Stadt auf einmal die Seite gewechselt wurde. Jetzt. Jetzt bist du aber auch, wie gesagt, schon 5 Jahrzehnte in diesem Stadion auf der Südtribüne zu Hause. Wie hat sich das verändert? Wo sind die Unterschiede, sag ich mal, zwischen der alten Südtribüne, die noch ein bisschen tiefer war, mit einem tieferen Dach, zur jetzigen mit knapp 25.000? Ich meine, die Anzahl der Stehplätze hat sich ja nicht drastisch erhöht. Wir haben ja im Grunde genommen in dem kleinen Stadion, also in 54.000 Stadion, hatten wir ja auch eine Menge Stehplätze und da war die Stimmung natürlich auch grandios und hat sich natürlich verändert, indem jetzt die Ultragruppen da über Vorsänger und dergleichen dann die Stimmung machen. Das haben wir quasi früher alles spontan machen müssen. Und dann kamen natürlich dann auch wechselhafte Lieder raus oder so. Jetzt ist das ja oft immer autonom, dass also quasi immer wieder die gleichen Songs gesungen wurden. Und da hat früher hat irgendeine Gruppe irgendeinen Song ausgegraben oder was. Und dann schwappte der über und wurde im ganzen Stadion gesungen. Das ist jetzt heute nicht mehr so, obwohl ich nicht sagen will, dass es schlechter geworden ist. Also ich will dann den Ultras nicht unterstellen, dass das die Stimmung schlechter ist als früher. Es ist grandios und wir sind eh noch immer führend, was die Stimmungslage im Stadion angeht. Das sowieso. Jetzt hat Lars es ja eben schon gerade angesprochen, früher waren da nur Männer. Du hast gerade schon angesprochen, so um die Jahrtausendwende, das Aufkommen der Ultrabewegung. Wie hat sich der Menschenschlag auf der Südtribüne über diese 4-5 Jahrzehnte geändert? Ja, also jetzt in den letzten Jahren kann es sich ja kaum verändern, weil ja keiner mehr an eine Karte drankommt. Also, aber es war ja früher auch schon so oder so. Also man kannte sich, man war immer die gleiche, man hatte seinen festen Stammplatz, man hatte quasi seinen Wellenbrecher verteidigt, da durfte kein anderer hin. Ich habe also, als ich anfing, also erst in die Stadion ging, dann habe ich dann immer meinen jüngeren Bruder mitgenommen, weil er dann bedeutend jünger war, habe ich den immer nach vorne geschoben, habe gesagt, lass den Kleinen mal hier stehen, damit wir besser sehen konnten. Der Hintergrund war, dass ich dann besser sehen konnte, weil ich ja nicht der Größte bin. Ja, sehr schön. Und abschließend, ich muss dich natürlich auch fragen, du hast so viel hier erlebt. Kannst du überhaupt dich auf ein, zwei Highlights, besondere Momente hier festlegen? Also ein Highlight war natürlich die Meisterschaft 95 nach 32 Jahren. Und da hatte ich vorher versprochen, dass ich mir meinen Bart abrasiere. Und dann habe ich unten auf der Toilette nach dem Spiel mit dem Nassrasierer, weil ich war ja optimistisch, dass wir es schaffen, mit dem Nassrasierer ohne Creme und so den Bart abrasiert. War ein bisschen schmerzhaft, aber dafür waren wir Meister. Meisterschaften und Rasieren, das hat auch eine gewisse Tradition bei Borussia Dortmund. Manni, vielen, vielen Dank, dass du heute unserer Einladung gefolgt bist, dass du hier bist. Vielen, vielen Dank. Viel Spaß noch weiterhin. Ich bin zu Hause. Du bist zu Hause, sehr schön. Und wir kommen jetzt noch auf einen weiteren Moment, vielleicht einer der Momente der jüngeren Vergangenheit. Und da nehme ich mir auch noch mal so ein Brinkhoffs aus der Sonderedition. Und ich würde mal behaupten, das ist ein Moment, den
Spieler wie Fans nicht vergessen werden. Ich lese es kurz vor und danach sage ich gar nicht viel mehr, kommen direkt die Bilder. Der 9. April, ich habe es schon gehört, 2013. Im Dortmunder Sprachgebrauch gibt es Wörter, die nur hier eine eigene Bedeutung haben. Eines dieser Wörter ist Malaga. Als Synonym für den unvergleichlichen Emotionsausbruch, der sich in der Nachspielzeit des Champions League Viertelfinalrückspiels 2012-13 vollzog. Noch in der 90. Minute lag der BVB 1-2 gegen den FC Malaga zurück und benötigte 2 Treffer fürs Weiterkommen. Reus und Santana sorgten für das Wunder von Dortmund und den lautesten Torjubel, den die Strobelallee je vernommen hat. Das wollen wir jetzt nicht nur hören, sondern auch sehen. Ich war da nie bei. Nobby, gehen wir recht in der Annahme, dass das einer deiner geilsten Momente war? Naja, ich kann sagen, das war für Danny und mich ein Moment. Wir haben an dem Tag zusammen Netradio gemacht. Wir beide, das war ja eine Co-Produktion, was wir da gemacht haben. Das war für uns so geil. Die Nacht habe ich überhaupt nicht geschlafen. Aber die Mats, wenn dir geht es wahrscheinlich genauso wie mir. Ich habe gerade wirklich, ich weiß auch nicht, zum 40. Mal das gesehen. Immer wieder eine Gänsehaut. Das ist einfach ein außergewöhnlicher Moment. Ja, immer wieder, jetzt gerade auch Gänsehaut. Es wird auch nie aufhören. Ich glaube, wenn ich mir das in 50 Jahren anschaue, werde ich Gänsehaut haben. Jeder durchlebt, glaube ich, die Emotionen, die er da im Stadion oder am Fernseher miterlebt hat oder wo auch immer. Es ist völlig verrückt. Und ja, eben auch so einer dieser Abende, die du nie vergisst, wenn du hier im Stadion warst. Glaube ich, und zwar wirklich nie. Ist das vielleicht der beste Beweis dafür, dass das Zusammenspiel zwischen Fans und Mannschaft, wenn es funktioniert, in der Lage ist, wirklich unmöglich zu gewinnende Spiele trotzdem noch für sich entschieden werden können? Ja, zu 1000%. Ich glaube, wenn du irgendwo einen Rückstand aufholst, dann glaube ich hier als BVB zu Hause, da gibt es vielleicht 3-4 Mannschaften auf der Welt, wo das ähnlich, wie soll man sagen, ähnlich möglich ist. Und ja, das Schöne ist, wir haben ja nicht nur Malaga, wir hatten ganz viele andere Spiele noch hier in den, also ich kann jetzt von den letzten, das ist schon echt viel, 16, 17 Jahren reden, so die meisten noch von nochmal 30, 40 Jahren mehr. Man erinnert sich an so viele unglaubliche Momente in dem Stadion, entscheidende Tore oder ja, einfach Abpfiff von einem Spiel, wo das Stadion dann völlig aus sich rausgeht. Und es gibt mir, ich glaube, es gibt jedem Einzelnen unfassbar viel. Ich glaube, Lars, möchte ich sagen.
Ja, also ich kann mich auch noch gut erinnern, auf der Tribüne um mich herum war es auf einmal relativ leer und dann kamen die Leute dann aber wieder zurück und viele sagten dann tatsächlich so, jetzt wie gegen La Coruña. Und ich glaube, deshalb sind einfach solche Spiele wie gegen Malaga oder für eine Generation vorher vielleicht La Coruña, deshalb sind die für uns alle, glaube ich, so wichtig, weil das sind Spiele, an denen können wir uns festhalten, an denen können wir uns hochziehen, an denen können wir sagen, wenn es mal wieder oder wenn es knapp ist, kannst du dich noch daran erinnern. Deshalb sind, glaube ich, diese Spiele so wertvoll, wir können uns daran festhalten und ja, wir reden immer über Spiele, die wir jetzt gesehen haben. Ich hoffe, dass wir noch viele von diesen Spielen sehen werden. Auch. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wir haben gesagt, das war das La Coruña der Neuzeit. Für die, die es nicht wissen, in der 119., 118. Minute hast du damals mit deinem Treffer uns ins UEFA-Viertelfinale geschossen. Auch ein tolles Spiel. Ja, wäre ein Applaus wert. Ja, meine ich auch. Ne? Ja. Durchaus. Das war nicht der Grund, warum ich es erwähnt hatte. Wir vergessen nichts, Lars, macht der nichts. Wir kennen uns auch schon, weiß ich nicht wie lange, und du bist ein Almanach, du hast alles im Schädel. Wie war es, Malaga? Wo hast du da gesessen? Auf hier, Couch? Auf der Tribüne. Am nächsten Tag hatte ich irgendwo ein Spiel, aber ich bin am Dienstag privat nach Dortmund gefahren. Mir ist immer noch eiskalt von deinem Kommentar jetzt eben, obwohl es hat mit den Temperaturen hier gar nichts zu tun. Wir hatten kurz überlegt, ob wir den Dickel als Reporter beim ZDF verpflichten, aber der kann ja nur Dortmund spielen, haben wir dann gesagt. Da hast du recht. Wir machen noch andere, genau. Also es war für mich auch der größte Moment, obwohl ich nicht am Mikro saß. Zum Glück oder leider, keine Ahnung warum, auf jeden Fall war das, du konntest gar nicht mehr nach Hause fahren. Auf der Autobahn kriegst du weiche Knie nach so einem Abend. Und damals gab es noch die Auswärtstorregelung. Ne? Also normalerweise hätte das 2-2 heute gereicht für eine Verlängerung, ne? Weil das Hinspiel war ja, glaube ich, 0-0. Aber das passiert kaum Mannschaften. Manchester United hat es mal hingekriegt gegen den FC Bayern. Innerhalb von 100 Sekunden zwei Tore zu gehen. Das war das Endspiel. Da war ich übrigens im Stadion. Aber hast nicht kommentiert, ne? In Nou Camp. Das durfst du nicht. Nein, ich stand da mitten, ich war eingeladen mitten im Bayern-Block. Ich war der Einzige, der die Arme hoch hat. Ich nehme an, von United eingeladen worden. Ne? Ja, also. Unglaublich. Und mal rein fachlich drüber gesprochen, wir wollen die Emotionen ja gar nicht rausnehmen. Oder wollen wir das mal? Also, es gab kein VAR bei dieser, damals noch. Und war auch gut das so. War auch gut so, sagen wir mal so, beim Tor von Santana. Warum auch immer. Aber da hätten wir die Linie halt ein bisschen schief. Ja. Anders gestellt. Ja, also ich glaube auch, der VAR hätte da irgendwas verändert, weil den Schiedsrichter, das kannst du nicht zurücknehmen. Du kannst dieses Tor, also das den Schiedsrichter will ich sehen, der das Tor in dem Moment zurücknimmt. Der wäre nicht heil hier nach Hause gekommen, obwohl die alle friedlich seien, aber trotzdem. Nee, der hätte keinen Weihnachten mehr gefeiert. Und jetzt, und lass uns noch mal kurz an das Jahr zurückdenken, wann das passiert ist und was danach folgte. Der BVB erreichte das Finale der Champions League. Nur mal so, also nach solchen Dramen, die bauen auch eine Mannschaft so weit auf, dass du dann eigentlich nur noch fliegst. Das Finale ist dann ja, wobei, spannend gewesen. Beim Rückspiel in Madrid, das war auch ein Drama. Ne? Also ja, das, ja. Das war ähnlich wie Malaga fast, zum Glück nicht ganz so. Ich wollte das nur in Anlehnung mit Schiri, wir wissen, wo dein Auto steht, habe ich das gesagt. Du hättest das bestimmt auch ganz sachlich abmoderiert dann, oder? Kann gar nicht anders. Nein. Du wärst der Erste auf dem Platz gewesen. Hundertprozentig. Ich gebe aber auch zu, Danny. Meinst du es besser jetzt? Ganz kurz zur Wahrheit gehört aber auch dazu, dass damals das Tor für Malaga auch schon nicht gezählt hätte. Das war nämlich auch abseits. Also wer hätte es dazu auch gar nicht gekommen? Stimmt. Sehr gut. Aber das Ende war doch dramatischer. Wir nehmen es so, wie es war. Wir wollen jetzt nochmal über dieses Stadion sprechen, weil es ja doch irgendetwas zu geben scheint, ob erklärbar oder nicht, was dieses Stadion hat, was andere Stadien nicht haben. Und da kommen wir jetzt auch mal dazu, weil es dieses Stadion nicht nur für den BVB, sondern auch den DFB ein ganz besonderes ist. 19 Mal hat eine DFB-Elf hier gespielt. Es gab 15 Siege, 3 Unentschieden. Die einzige Niederlage, jetzt tut es nochmal weh. Es war die im WM-Halbfinale gegen Italien 2-6, auch die erst nach Verlängerung. Aber in keinem anderen Stadion ist die Bilanz für die deutsche Nationalmannschaft so gut wie hier in Dortmund. Und das weiß der DFB,
Denn sowohl das Relegationsrückspiel zur WM 2002 gegen die Ukraine, da kann Bela gleich noch was zu sagen, als auch das entscheidende Quali-Spiel zur EM 2004 gegen Schottland hat man ganz bewusst nach Dortmund vergeben. Und damit zurück in die Talkrunde, weil, wie gesagt, ich weiß, jeder von den dreien da vorne hat auch seine ganz eigene Geschichte der Nationalmannschaft hier in Dortmund. Ja, und Bela kann sicherlich die meisten Länderspiele aufweisen. Bei der Relegation 2001 warst du genauso dabei wie beim WM-Halbfinale 2006. Bela, versuch doch mal so eine Art Erörterung. Warum ist die DFB 11 hier im schönsten Stadion der Welt so erfolgreich? Gut, wir haben die Bilanz ja gerade gehört. Spiele in Dortmund garantieren Siege, garantieren große Erfolge. Es ist das größte Stadion in Deutschland. Also man muss ab und zu mal woanders hin. Wir sind ja ein föderales Land. Aber wenn ich die Wahl hätte und was zu sagen hätte, würde ich sagen, komm, 90% hier und den Rest losen wir aus. Ne? Ist nicht immer gut gegangen, aber man ist hier gut aufgehoben. Obwohl das Nationalmannschaftspublikum unterscheidet sich sehr stark vom Vereinspublikum. Das hat man jetzt gesehen neulich in Frankfurt. Das war ein Freundschaftsspiel gegen Holland. Normalerweise ein Klassiker da war. Und bei der Eintracht ist immer der Teufel los. Da war Totenstille in dem Stadion. In Dortmund wäre das nicht passiert. Ne? Also mit einem Grund, warum. Und ich weiß, wovon ich rede. Ich habe meine ganze schwierige Kindheit im Waldstadion verbracht. Also in Frankfurt. Deshalb kenne ich die Atmosphäre sehr gut. Aber zur Relegation. Hinspiel unentschieden, glaube ich, in Kiew. Rückspiel 3 Tore von Michael Ballack. Ganz früh, schon nach 20 Minuten stand es 3-0 für Deutschland. Deutschland in der Relegation, das gab es, ich glaube, vorher noch nie. Und ich meine, danach auch nie. Wir haben uns immer qualifiziert, auch wenn wir nachher in der beim Turnier selbst, ja, da wollen wir jetzt gar nicht drüber reden, aber dabei waren wir immer, die Italiener nicht übrigens, zweimal nacheinander gar nicht erst dabei, was da los wäre hier. Und wir waren in der Relegation, 3 Tore Ballack und das führte dazu, dass die Mannschaft so zusammenwuchs unter Rudi Völler, dass die das Endspiel erreicht hat, 2002 gegen Brasilien. Also die kamen von der Relegation bis zum Finale und der Ausgangspunkt war Dortmund. Das war die gute Nachricht. Die andere war das Halbfinale. Unfassbar, was der Bela alles noch im Kopf hat. Da kenne ich zwei. Da ist noch Jörg Wodora, der war es noch so für unfassbar. Alles im Kopf. Ja. Wenn man seinen Beruf gern hat, dann merkt man sich das ein bisschen. Lars, für dich war es auch immer sicherlich ein Traum, im Stadion zu spielen, aber vielleicht auch in den Nationalmannschaft zu spielen. Und dein Debüt in der Nationalmannschaft hast du hier bei uns gegeben, im Stadion, beim 4-0 gegen Armenien. Das war sicherlich auch ein schönes Gefühl für dich, oder? Ja, übrigens bei dem Relegationsspiel gegen Ukraine war ich auch dabei. Ich habe keine glorreiche Karriere in der Nationalmannschaft. Du bist eingewechselt worden, aber da bin ich tatsächlich auch eingewechselt worden. Ja, das wollte ich noch sagen, aber ja, hat mich unterbrochen. Ja, okay. Welches Spiel? Armenien war das, ja, stimmt. Armenien 4-0. Ja, genau. Ich bin beim Stand von 0-0 eingewechselt worden. Wir brauchten einen Sieg. Damals, ich glaube, Jürgen Klinsmann auch vorne gespielt. Ike Hessler war da noch dabei. Und dann geht mein Traum in Erfüllung. Ich werde eingewechselt. Erstes Länderspiel in Dortmund. Und ich weiß noch, erster Ballkontakt, der Ball wird zurückgelegt. Ich aus 30 Meter und nagel das Ding ans Lattenkreuz. Also es wäre wirklich im ersten Länderspiel, erster Ballkontakt. Das passt ja irgendwie bei dir. Ja, kommt irgendwie bekannt vor, ja. Und dann noch 4-0 gewonnen, war ein sehr wichtiger Sieg. Aber es ist, wie Bela es sagt, du hast halt hier, wenn die Nationalmannschaft hier spielt, hast du halt 90% Fans, wirklich gefühlt Südtribünen-Fans im Stadion. Du hast dann den VIP-Bereich, da wird es ein bisschen dunkel, weil alle den schwarzen Anzug tragen, aber drumherum sind eigentlich nur Fans im Stadion. Ja? Und ich glaube, ich weiß nicht, warum das in Dortmund ist, in anderen Stadien nicht so, aber das ist schon extrem bemerkenswert. Bei der WM war das anders, das war schon ein Fanpublikum 2006. Auch hier das Halbfinale gegen Italien. Das ist natürlich bitter gewesen. Das habe ich noch ganz, ganz genau vor mir. Thorsten Frings gesperrt nach einer Rangelei im Viertelfinale mit den Argentiniern. Mit wem hat er denn die Rangelei gehabt?
Wer hat an Stelle Sebastian Kehl gespielt? Weil du alles weißt, war ein Spaß. War Kehl, hat gut gespielt, trotzdem hat Frings gefehlt. Und so als Drecksau. Ja, also Sebastian ist ja ein feiner Spieler. Du brauchst in so Spielen brauchst du ja einen, der auch keine Verwandten kennt. Ja. Und Marcello Lippi, weiß ich noch, wechselt ungefähr 120 Länderspieltore ein. Jacquinta und Del Piero beim Stand von 0-0. Die Italiener gehen auf Sieg. Die haben ihre ganze Strategie, ihre defensive, vorsichtige Strategie aufgegeben, gehen auf Sieg. Die deutsche Mannschaft will gegenhalten, will noch in der Verlängerung den Erfolg und verliert den Kopf. Und ich habe im Mikrofon noch gesagt, das war die 118. Jetzt geht es nur noch darum, sich ins Elfmeterschießen zu retten. Und da fällt es 1-0 durch Grosso. Und dann 2-0 Del Piero, war so spät, war egal. Ja, Dritter geworden am Ende. War trotzdem schön. Genau vor mir. Jetzt wissen wir, warum wir Wähler immer so gerne zugehört haben. Ne? Der braucht keinen Zettel, der hat alles im Kopf. Das geht einfach weiter. Das wird einfach rausgehauen. Sehr schön, macht Spaß. Du hast ist auch ja 17 Jahre her. Das stimmt, als wenn es gestern... Auch du hast zweimal hier im schönsten Stadion der Welt den Adler getragen. 2011 beim 1-1 gegen Italien und 2017 beim 1-0 über England. Das war das Abschiedsspiel von Lukas Podolski. Wie war das eigentlich für dich, hier als Nationalspieler aufzulaufen? Ja, schon noch sehr, sehr speziell im Positiven. Also ich find nämlich auch, dass die Atmosphäre hier auffällig gut ist bei Länderspielen. Ich war jetzt auch im September gegen Frankreich hier im Stadion und das hatte richtig was von Hexenkessel. Und das erlebt man ja, muss man ehrlich sagen, bei jetzt den Länderspielen zumindest in den letzten Jahren, in den letzten 10 Jahren nicht so oft. Das ist dann oft ein bisschen gesettelter, ein bisschen ruhiger. Und das war mit richtig Atmosphäre. Und ich glaube, das hebt da eben in dem Fall das Dortmunder Stadion mit wahrscheinlich auch großen Teilen des Dortmunder Publikums, aber nicht nur Dortmunder Publikum, dann auch nochmal ab. Ich muss jetzt gerade gestehen, ich habe es nämlich bei dir auf dem Zettel gesehen, ich kann mich an dieses Spiel gegen Italien nicht erinnern. Ich habe keine Ahnung. Ich kann mich eigentlich an fast jedes Spiel meiner Karriere erinnern. Ich wusste nicht, dass ich zweimal hier gespielt habe. Ich dachte, es wäre nur England gewesen mit der Nationalmannschaft. Aber ist auch leider halt echt lang her, muss man sagen. Ne? Das sind auch 13 Jahre. Stimmt. Aber das gegen Poldi war geil. Das war aber auch ein bisschen außergewöhnlich, weil Poldi hat ja, sobald er den Ball bekommen hat in der gegnerischen Hälfte, hat er sich auf links gelegt und abgezogen. Er wollte unbedingt, glaube ich, sein Tor machen. Jagt ihn dann auch noch wirklich aus 25 Metern in den Winkel zum 1-0. War eine großartige Atmosphäre, auch ein toller Abschied. Ja, aber nur 2 Länderspiele im Dortmunder Stadion. Ist gar nicht so. Wie viel hast du insgesamt? 78, glaube ich. Da hätten noch ein paar mehr sein dürfen. Das stimmt. Ja. Schade. Aber, ja. Ist okay. Nehme ich. Ja. Ich glaube, dass du auf eine sehr schöne Länderspielkarriere zurückblicken kannst. Ich würde ja gern sagen, auch noch blicken kannst. Aber ich entscheide das ja nicht. Ich gebe jetzt wieder ab zu Danny, weil es gibt außer den Geschichten, wo es auf dem grünen Rasen rund ging, noch so viele schöne Geschichten nebenher. Und da bin ich mal gespannt, was du jetzt für uns rausgesucht hast. Ja, wir müssen ein bisschen mit Blick auf die Uhr, wir müssen ein bisschen Gas geben. Und eigentlich wäre jetzt der Zeitpunkt gewesen, wo wir mit Marcel Raducanu gesprochen hätten. Denn natürlich seine Flucht, denn es war ja wirklich, er hat sich 81 bei einem Länderspiel hier extra auswechseln lassen, hat eine Verletzung vorgetäuscht, damit er in der Halbzeitpause stiften gehen kann. Wie gesagt, wir beste Genesungswünsche an Marcel, dass er heute nicht da sein kann. Wir kommen deswegen direkt zu, ja, vielleicht mit dem Schönsten, was es dann beim Fußballspiel gibt, und das sind Tore. 2287 hat der BVB bislang in Pflichtspielen in diesem Stadion erzielt. Wir lehnen uns jetzt zurück und genießen ein paar der schönsten BVB-Treffer im schönsten Stadion der Welt.
Lars war wieder dabei. Wir zwei nicht, wir werden da nicht berücksichtigt. Ich habe gesagt, letzte Woche das Tor hier fand ich geil von dir. Aber von Frank Mill war auch kein Tor dabei. Ne? Oh ja, dann geht's. Nein. Spaß beiseite. Ich habe ja auch meistens aus dem Gewühl, habe ich ja bei den Damen gehört. Ja, da gab's ja, wurde ja auch aus dem Gewühl hauptsächlich Tore erzielt, das habe ich ja auch noch gemacht. Bela, ich weiß, dass das Tor von Daniel Simmes, das ist so deins, das hat dir gut gefallen, immer einen ganzen Platz. Also mein Stil. Ja, wo hast du eigentlich gespielt? Schwarz-Weiß Wiesbaden, Bezirksoberliga, super. Also habe ich auch mal so ein Tor gemacht. Also in der Reserve. Ja. War es aber noch, gab es noch Schwarz-Weiß-Fernsehen, oder? Ja, auch. Also die Eltern hatten Farbfernseher für die WM, aber... Gibt es sonst noch Tore, die dir da aufgefallen sind, die besonders schön waren? Dieser Freistoßtreffer von Andi Möller um die Mauer rum, ja. Das fand ich balltechnisch sehr schön gelungen. Auch da, gut, das Lars-Tor natürlich auch. Also auch wenn du nicht da wärst, würde ich sagen. Und dir hat gefallen, das von Marco, das, wo er den so hinten hat reinfallen lassen. Ne? Ja, das ist ja seine ganz spezielle Schusstechnik. Auch der Außenriss von Kuba hat natürlich gut gefallen. Ne? Spezielles Herz für. Ja. Und das ganze, das allererste Ding da von Michael Zorc war auch technisch also sehr fein gemacht. Das erste in der Montage da war Zorc irgendwo im Mittelalter. Das werde ich Zorc nicht sagen. Macht nichts. Du hast 19 Tore geschossen. Weil du jetzt nicht mit dabei bist, hast du jetzt die Möglichkeit, eins deiner Tore noch ein bisschen hervorzuheben. Ich habe es ja gerade schon gesagt, warum ich nicht vorkomme, ist, ich schieße halt keine schönen Tore. Also wirklich, ich habe in meiner ganzen Karriere 2 schöne Tore geschossen. Und ich komme sogar nur auf 1. Ich habe jetzt einfach 2 gesagt, weil vielleicht fällt mir gerade eins hier ein. Auch so ein Flugkopfball. Ja, das Schlimme, ich glaube, der Flugkopfball aus 7 Metern ist ja schon das Schönste von allen. Das gegen Stuttgart war schön. Das ging, denke ich, Stuttgart links unten rein beim 4-4. Den können wir noch nehmen. Ja, jetzt wird's interessant. Also wir haben jetzt die Fans, wir haben die Spieler, wir haben Tore und jetzt kommen wir zum Rasen. Wir kommen zu Willi Droste. Aber dazu gibt es noch eine schöne Geschichte. Es gibt 1098 Gegentore. Dass es nicht 1099 Gegentore sind, dass, da gibt es eine legendäre Szene zu. Und zwar war es im April 1977, 31. Spieltag, Dortmund gegen Braunschweig. Danilo Poppivoda, die meisten kennen ihn natürlich nicht mehr, der war mal viel krank, da hieß der dann Poppi Nieder. Ich sag's mal so, Mats ab, wir schauen uns mal was an. Bodenverhältnis, Fußlänge, dadurch vergaben beide Mannschaften etliche gute Möglichkeiten. Und dann dieser Fehler von Nerling. Poppivoda ganz alleine an Bertram vorbei. Aber dann verstolpert auch er diese Möglichkeit. Eine Szene, die verdeutlicht, wie schlecht dieser Boden ist und wie sehr er dieses Spiel. Es war. Der Platz war in einem nicht ganz optimalen Zustand. Matze, das Spiel wird heute nicht angepfiffen. Da kannst du keinen seriösen Fußball drauf spielen. Also das ist vielleicht der schlechteste Platz, den ich je gesehen habe. War da vorher ein Reitturnier drauf oder was? Ja, der St. Gletscher. Und genutzt. Der Würmer hatten den Rasen zerstört, Bela. Würmer. Ja, und der Platz war an für sich unbespielbar. Übrigens hat das dafür gesorgt, dass wir unser letztes Heimspiel dann in Gelsenkirchen austragen muss. Ja, im Parkstadion haben wir gespielt. Warum erzähle ich das alles? Weil wir einen ganz besonderen Gast haben. Wir haben jahrelang sind wir ausgezeichnet worden. Wir haben den besten Rasen in der Liga, vielleicht in Europa. Und dafür ist ein Mann verantwortlich. Über 2 Jahrzehnte war er hier aktiv. Das ist das erste Jahr, wo er nicht da ist und begrüßt einfach mit einem riesigen Applaus. Willi Droste. Willi, steh mal auf. Da ist er. Willi, die Kamera ist auf dich gerichtet. Ja, wir haben eben darüber gesprochen, dass das Stadion umgebaut wurde. Erst die West und Ost, dann Nord und Süd.
Wie hat sich das auf den Rasen ausgewirkt? Wurde die Aufgabenstellung dadurch für dich noch schwieriger? Ja, die Aufgabe war ja von vornherein schon schwierig. Ich habe mir immer gesagt, halt mein Keller grün. Und wo das Ganze noch zugebaut wurde, kamen die Probleme immer mehr. Es wurde erst besser, wo wir dann unter Thomas Tuchel, der wollte den Hybridrasen haben, da haben wir dann dieses Wachstumslicht bekommen. Und das hat dann viel geholfen, dass wir mit dem Licht auch über das ganze Jahr einen vernünftigen Rasen, ich sag mal, bieten konnten. Da ist aber auch dann der ganze Untergrund. Wir hatten ja damals in der schlechten Zeit, ist schon ein paar Mal erwähnt worden, auch die finanziellen Mittel nicht, da was zu machen. Wir mussten nur mit dem Nötigsten auskommen, hatten kaum Dünger, kaum Maschinen. Und das ist erst besser geworden, wie gesagt, wo wir wieder Erfolge hatten. Jürgen Klopp, Deutsche Meisterschaft, wo es finanziell auch besser. Ich hatte Mitarbeiter, mittlerweile dann Maschinen. Wie gesagt, das Wachstumslicht, und das hat viel geholfen, dass wir da ein vernünftig, wie du schon sagtest, Rasen auch bieten konnten. Sind mehrmals ausgezeichnet worden, hätten ein paar Mal mehr ausgezahlt, aber ich habe denen auch nicht mehr alles erzählt, was wir gemacht haben. Willi, du hast viele Spieler erlebt, du hast Trainer erlebt, Verantwortliche erlebt. Plaudere doch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Wer hatte die meisten Wünsche, mit wem war es am lustigsten und wer hatte immer nur was zu meckern? Ja, angefangen ist das mit Matthias Sammer. Und ja, jetzt bin ich gespannt, wo der eingeordnet wird. Ja, nein, aber der kam ja mit den damaligen, ich bin Platzwart, wir hatten einen Greenkeeper eingestellt, wo Matthias nicht mit klar kam. Der kam aus Süddeutschland, der kam mit den Westfalen hier nicht klar. Lange Rede, kurzer Sinn. Matthias, er kam immer nach dem Abschlusstraining, alle 14 Tage freitags hier im Rahmen, wo jetzt die Fußballschule ist, war Abschlusstraining, kam der rüber und rollte dann den Ball und war dann aber immer ganz ruhig, nicht so wie andere kennen, den Feuerkopf oder der die Handtücher aus der Regale gerissen hat, sondern sagte, ja, sollen wir nicht nochmal walzen? Haben wir nicht noch, dass wir die Walze etwas noch ein Gewicht machen? Dann fuhr er unter Süd hier mit der Schubkarre, holte noch ein paar Säcke Salz, legte die auf der Walze und sagte, jetzt walze nochmal einmal. Und dann war Mattes zufrieden, ja, und ich war letztendlich auch zufrieden. Und dann hatte er noch eins, da war ich aber ganz alleine zu dem Zeitpunkt auch, er wollte immer, dass samstags noch der Platz geschnitten werden sollte. Und mit Mattes kam ich gut klar, habe ich gesagt, klar, machen wir, aber ich war ja alleine, ich schaffte das. Ich konnte ja nicht morgens um 6 Uhr anfangen, da in dem Nassen, in dem Tau. Dann habe ich immer nur die ersten 4 Felder geschnitten, weil ich genau wusste, bis dahin geht er und weiter geht er nicht. Ja. Und das habe ich ihm dann gesagt, wo er sich verabschiedete mit Marvin am Rahmen, wo er nach Stuttgart ging. Und dann hat er mich so im Arm gedrückt, dass er du verfluchter Hund hatte. Ja. Ja, so geht's zu bei Borussia Dortmund. Ja. Danke, Willi Droste. Bitte. So, Danny, jetzt wollen wir unsere Gäste aber im Livestream nicht länger warten lassen und auf die Folter spannen. Es ist soweit. Muss ich gleich reingehen. Okay. Leider, also wir haben wirklich so viele wunderbare Geschichten heute gehört und ich denke, das stand im Mittelpunkt heute. Wir müssen um 9 Uhr fertig sein. Das Live-Quiz, ich bitte um Entschuldigung, müssen wir leider heute absagen. Wir versprochen, wir suchen nach einem Weg, das irgendwie in dieser Jubiläumswoche noch nachzuholen. Ich bitte darum Verständnis, wir müssen jetzt einfach wirklich fertig werden und ich glaube einfach, die Geschichten heute unserer Gäste, die sind wichtiger als so ein kleines Quiz. Deswegen die Bitte, Nobby, dass wir jetzt auch zum Ende kommen, die eine letzte Schlussrunde und die letzten Fragen machen wir noch an unsere Gäste und parallel ein Geburtstag ohne Torte, denke ich, darf nicht sein. Wir haben eine wunderbare Torte bekommen zum Geburtstag, die fahren wir jetzt rein und Nobby, du kannst in der Zwischenzeit schon mal die Abschlussfragen stellen. Die Torte ist echt eine Granate, da freue ich mich drauf. Die wird natürlich gleich noch angeschnitten. Eine Torte für 120 Personen habe ich vorher auch noch nicht gesehen, wenn ich ganz ehrlich bin. Mal schauen, wie sie ausschaut. Bela, abschließende Frage an dich. Was wünschst du dem Signal Iduna Park für die kommenden 50 Jahre? Weiterhin gesunde 150 Jahre,
dass die Tradition am Leben bleibt, dass nicht Investoren unseren schönen Sport übernehmen und dass Vereine so bleiben, wie sie sind, mit dem Publikum, was es verdient. Oh. Lars, du als Direktor NLZ wirst auf viele Nachwuchsspieler treffen, deren Traum es ist, einmal hier in diesem Stadion spielen zu dürfen. Wie vermittelst du den Jugendspielern die Faszination des Stadions? Das ist ganz einfach. Ich glaube, mit Erzählen, man kann viel erzählen. Wir schicken unsere Jugendspieler auf die Südtribüne, damit sie einfach vor Ort erfahren, was das den Leuten, was das unsere Fans bedeutet, und ja, Teil dieses Vereins zu sein. Mats, bei dir. Dankeschön, Lars. Das Heimspiel gegen Stuttgart steht natürlich ganz im Zeichen des Jubiläums, des Geburtstages. Es wird dein 236. Bundesligaspiel im Signal Iduna Park. Insgesamt dein 499. Spiel überhaupt für den BVB. Da steht ein Meilenstein bald an. Ich kann dir jetzt entweder die beiden Rekordzahlen von Michael Zorc nennen, für deine Entscheidung im Sommer, oder du sagst mir einfach, was du dir am Samstag vor und oder neben dem Rasen so wünschst. Also erstmal, wenn ich die Zahlen richtig sehe, brauchst du noch ein paar Saisons für Zorki, ne? Also der, wie lange hat denn der gespielt? Also ja, naja. Der spielt noch, ne? Ja. Ich finde, Zorki steht schon zu Recht auf der Eins. Ich glaube, das gefällt allen schon ganz gut. 572, ich kann es ja sagen. Das ist eine Hausnummer. Ja, aber 274 im Stadion. Naja, aber ist ja auch viel. Ne? Auch viel, sehr viel. Ja gut, ich wünsche mir natürlich erstmal für Samstag ein Spiel, bei dem alle, die kommen, richtig Spaß haben, richtig glücklich sind mit unserer Leistung. Weil ich finde immer, die Fans sind eigentlich immer bereit, sozusagen 100% zu geben. Man muss sie als Mannschaft nur abholen. So, man muss sie als Mannschaft abholen. Und ich glaube, wenn wir das Samstag schaffen... Lass uns am Samstag... Dann haben wir ein würdiges Jubiläum am Samstag. Genau. Ja, lass uns alle alles geben, dann haben wir wieder ein neues Fußballfest hier. Das Neueste. Ich glaube, das wollen wir für die nächsten 50. Einfach viele Fußballfeste, an die sich die Leute, die da waren, noch ja, für den Rest des Lebens erinnern. Ja, wunderbar. Also, ich bedanke mich ganz herzlich bei Béla Réthy. Gerne. Der Mann mit der besonderen Stimme, bei Mats Hummels, der uns hoffentlich noch viele Jahre erhalten bleibt, und Lars bleibt uns sowieso erhalten als ganz wichtiger Mann im NLZ. Und ich bedanke mich beim besten Publikum der Welt heute hier. Ich schaue auf die Uhr. Ein Dreiviertelstunde, die mit Abstand längste Sendung. Schön, dass ihr hier wart. Und ja, ein dickes Dankeschön natürlich auch an Brinkhoffs, die immer dafür sorgen. Guck mal, ich kriege einen Radler und du kriegst 0-0. Habt ihr alle drei die Sonderedition und ich nicht, oder? Selbst die Brinkhoffs will, dass wir am Samstag gewinnen. Du hast das Alkoholfrei. Ich habe Alkohol. Ja, gut, alkoholfrei. Ja, alkoholfrei. Okay, wir dürfen. Das ist keine Geschichten. Also, wir stoßen an. Schön, dass ihr da wart. Kommt gut nach Hause und bis Samstag. Tschüss. War mir eine Freude, Bill. War mir eine Freude, eine Ehre. Ja, ebenso. Grüß mal Muttern, bitte, wie euch grüßt, ne? Die kommen morgen zu mir. Oh, geil. Ja, die kommen morgen zu mir. Wir fahren nach Heidelberg, ich habe eine Moderation morgen, ne? Die grüße ich von dir. Die beiden der Redaktion, da warst du mit drei oder vier, los in Barcelona. Ich kann nicht nein sagen.